Extra Herz, das Studentenmagazin. Unsere Themen heute: Kindermusikfest und Theater als Abifach. Auch dieses Jahr gab es wieder das Kindermusikfest an der Hochschule für Musik Karlsruhe. Am 11. Mai standen die Kinder hier im Mittelpunkt. Unter anderem haben sie die Regie übernommen und live aus den neuen Sendestudios berichtet. Herzlich willkommen zum Kindermusikfest 2014. Wir berichten live aus dem Sendestudio der Hochschule für Musik Karlsruhe. Alle Kinder haben ihren Legostein besessen. Dann kann's ja losgehen! Los geht's mit dem Eröffnungskonzert Mutige Klangzauberei. Das Kammerorchester der Hochschule für Musik spielt Johann Sebastian Bach. In dem bekannten Stück Peter und der Wolf wird jedes Tier durch ein bestimmtes Instrument dargestellt. Es war ein herrlicher sonniger Tag, ein bisschen so wie heute. Und als Peter vor das Haus trat, entdeckte er seinen Freund, den kleinen Vogel, sofort im Apfelbaum. Und dann trat er hinaus, der große, graue, furchteinflößende Wolf! Moment mal, Freunde, das, was ihr hier macht, das ist ein Wölfchen. In unserer Geschichte kommt da ein großer, grauer, furchteinflößender Wolf! Das nächste Spektakel wird von Juri vom KiKA präsentiert. Unser Moderator ist live vor Ort. Kommt doch mal mit zur Gespensterakrobatik. Ich muss schon sagen, die Gespenster haben mir richtig gut gefallen. Und weil wir hier ja in der Uni sind, kann man in einer Vorlesung sogar lernen, wie man Gespenster komponiert. In unseren Ohren ist das Gehirn das Wichtigste. Und über die vielen verschiedenen Dinge, oder über einige dieser verschiedenen Dinge, die hier in unserem Oberstübchen passieren, wenn wir Musik hören, möchte ich heute mit euch sprechen. So eine große Veranstaltung wie das Kindermusikfest braucht ja eine Menge Planung und es sind viele Leute daran beteiligt, wie die Professorin Frau Bogosch. Wir haben sie zum Interview getroffen. Es ist natürlich ein riesiger Aufwand, wenn man aber dann so einen Tag erleben darf mit so vielen begeisterten Besuchern, dann steckt man auch diesen Aufwand wieder weg. Aber es würde überhaupt nicht funktionieren, wenn hier alle auf dem Campus zusammen anpacken würden. Kommen wir zum spannenden Finale des diesjährigen Kindermusikfestes. Da können sich also Studierende der Hochschule sozusagen bewerben. Wir haben 10 Kandidaten, die präsentieren sich auf der Bühne und nicht nur mit ihrem Können, sondern sie bringen ihr Können auch noch Kindern bei. Und danach entscheidet eine professionelle Jury und das Publikum, welcher Kandidat den Titel The Voice of Campus One bekommen soll. Habt ihr einen klaren Favoriten? Du hättest ein, ja, was meinst du? Unentschieden. Ein aufregender Tag geht zu Ende. Wir verabschieden uns von der Hochschule für Musik Karlsruhe. Tschüss! Auch das Theater finden viele Schüler aufregend. Und seit 2012 kann man an einigen Schulen darstellendes Spiel als Schulfach belegen. Wohnt in einer Etage, zu der die Justiz keinen Zugang hat!
Die Physiker von Dürrenmatt und des Kaisers neue Kleider. Aufgeführt von Schülern der 13. Klasse. Das ist aber kein Stück einer Schultheater AG, sondern einer Abiturprüfung. Diese beinhaltet einen theoretischen und eben einen praktischen Teil. Das Aufführen von selbst erarbeiteten Szenen. Theater finde ich super. Und wie ist es jetzt so als Schulfach? Am Fach Darstellen und Spielen finde ich halt gut, dass es eine Abwechslung ist zwischen Stunden und Auswendiglernen, zwischen Mathe und Deutsch und solchen Fächern eben. Und dass man einfach mal aus sich rauskommen kann, wie Sport im Prinzip. In der 11. Klasse habe ich ja das Fach angetreten und habe eben sehr viel Spaß daran gefunden mit der Zeit. Die Unterrichtsstunden haben Spaß gemacht, die Theorie war aushaltbar, sage ich mal so. Also erstmal spricht er als Argument dafür, dass endlich mal Kreativität auch abgefragt und angewendet werden kann. Denn dadurch, dass die Schüler im ersten Teil der Prüfung ihre spielpraktische Prüfung machen und selber einige Szenen inszenieren und spielen, ist ihre gesamte Theaterfähigkeit gefordert und natürlich ihre Kreativität. Und das ist ja schon relativ selten in der Schule, dass man diesen Teil auch als zu bewertenden und ins Abitur einzubringenden Teil berücksichtigen kann. Recht und Gerechtigkeit! Aber Gerechtigkeit gibt es hier auf Erden! Ich fand es eigentlich ganz angenehm. Im Voraus dachte ich, es könnte ein bisschen schwieriger werden, weil Chiara und ich eben sehr unterschiedliche Menschen sind und unterschiedliche Ansichten haben. Aber ich denke, dass wir es ganz gut umgesetzt haben und es ging dann ja auch relativ schnell um. Wir haben das alles erst am Wochenende so richtig entwerfen können. Also ich denke, dass es mehr Konflikte gibt, weil einfach viele unterschiedliche Meinungen aufeinanderprallen und man eben bei einer Szenenentwicklung auch viele unterschiedliche Herangehensweisen hat und sich auf eine einigen muss. Dann setzt das nämlich kacke an, wenn das nur zwei sagen. Und daher ist halt großes Konfliktpotenzial da. Nachdem wir eben sozusagen unser Grundkonzept hatten, haben wir eben damit gearbeitet, haben überlegt, wie wir die einzelnen Szenen noch erweitern könnten oder halt gewisse Aspekte hinzubringen könnten, die nochmal wirken und uns eben über Kleidung unterhalten, dass wir eben alle eine Grundkleidung haben. Der ist doch völlig nackt! Und dann konnten wir tatsächlich auch das wirkliche Proben in Angriff nehmen, was wir dann vorher schon mal gemacht haben und dann mit zwei Generalproben abgeschlossen haben, wo dann die Technik auch noch dabei war. Das Fach muss natürlich anders herangehen, als wenn wir Theater spielen, nur zu dem Zweck eine Inszenierung zu machen. Bei dem Fach geht es natürlich auch darum, dass man alles das, was man macht, auch theoretisch durchdenkt, dass man verschiedene Theaterformen kennenlernt, dass man reflektieren lernt, wie man die Formen anwendet und zu welchem Zweck. Dass man eben die Unterschiede erkennt zwischen dem epischen Theater von Brecht beispielsweise und dem, was Stanislavski gefordert hat und mit diese Mittel auch selber erforscht, indem man sie spielt. Schüler als Darsteller, Requisiteure, Drehbuchautoren und Maskenbildner. Ist denn diese praktische, künstlerische Arbeit tatsächlich objektiv bewertbar? Wir hatten ja jetzt 3 Jahre lang die Essen der Oberstufe und da ist auch schon was zusammengekommen. Verschiedene Genres, verschiedene Theatertheoretiker. Das ist an sich eine Arbeit, die in einer Prüfung in einem anderen Fach jetzt gleichkommt, meiner Meinung nach. Man muss sich einfach nur reinsetzen in die Inszenierung, die die Schüler selber gemacht haben. Da braucht man gar nicht viel Theorie dazu, da erkennt man große Unterschiede, die auch bewertbar sind, angefangen von der Bühnenpräsenz bis hin zu der Frage, wie die Schüler jetzt die Inszenierung aufgebaut haben, wie sie mit den Mitteln, die sie jeweils benutzen sollen, umgegangen sind. Die Frage auch, ob die Inszenierung rund ist, ob sie formale Klammern oder dramaturgische Klammern einhalten. Da gibt es ganz viele Kriterien. Das ist halt oft so, dass man das von außen gedacht wird, alles, was irgendwie Kunst ist, kannst du nicht beurteilen. Das war Quatsch. Bejunge, du Fritte.